Jetzt hier auch sehr theoretisch uns den Tag über an vielen Stellen unterhalten und wollen jetzt nochmal den Prüfstempel draufsetzen. Wie ist es denn tatsächlich draußen in der realen Welt am Arbeitsmarkt? Zu Gast ist Dr. Stefan Pfisterer, er ist Bereichsleiter Bildungspolitik und Arbeitsmarkt beim Bitkom-Verband seit 2001, hat vorher in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Fachbereich Infotechnik beim VDMA gearbeitet. Er wird sich damit auseinandersetzen, welche Qualifikationsprofile braucht die Hightech-Branche überhaupt? Wo geht die Reise hin in der Personalentwicklung? Und wie kriegen wir praxisorientierte Hochschulabsolventen hin? Herr Pfisterer. Dankeschön. Ja, vorgestellt bin ich jetzt schon, deshalb ganz einfach. Ja, herzlich willkommen und schön, dass Sie so lange ausgehalten haben. Ich möchte Ihnen vor allem zunächst mal Ergebnisse unserer eigenen Fachkräfte- oder Arbeitsmarktstudien vorstellen, die wir durchführen. Wir machen immer eine sehr große Studie im Herbst eines Jahres, um zu sehen, eben wie sich die Zahl der offenen Stellen entwickelt, wie sich die Anforderungsprofile entwickeln. Und wir fragen auch regelmäßig die Unternehmen, in welchem Segment sie überhaupt zusätzliches Personal aufbauen wollen. Und das sowohl von der inhaltlichen Ausrichtung her, von den fachlichen Niveaustufen her auch. Und eben um einmal damit quasi einzusteigen, wir haben es schon heute, glaube ich, sehr häufig gehört, auch Herr Sattelberger hat damit heute Morgen gestartet, das Problem des Fachkräftemangels, das ist so ein bisschen ein Thema mit langem Bart, aber es bewegt die Unternehmen in der IT-Branche tatsächlich bis auf wenige Ausnahmejahre, muss man fast sagen, seit mehr als anderthalb Jahrzehnte. Und wenn Sie hier so sehen, dass wir eine Zahl von offenen Stellen so roundabout im Niveau von 35.000 bis 40.000 fast konstant über die Jahre hinweg haben und selbst in einem Jahr, in dem es einen tiefen konjunkturellen Einschnitt gab, nämlich im Jahr der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009, als die Auswirkungen dann auch voll spürbar wurden in der deutschen Wirtschaft und sich letztendlich das Beschäftigungsniveau in der IT-Branche mal ausnahmsweise nicht nach oben entwickelt hat, sondern auf einem Plateau verharrt hat, dann gab es auch in diesem Jahr immerhin noch 20.000 offene Stellen. Man kann immer über die Systematik streiten, was alles eine offene Stelle ist, wie lange sie unbesetzt sein muss, wie flexibel vielleicht auch die Unternehmen sein müssen, um sie dann zu besetzen. Aber zunächst mal ist es ganz einfach so ein Pulsmesser gewissermaßen an der Branche, dass immer noch gesagt wird, ja, hier gibt es einen erheblichen Bedarf. Und das liegt sicherlich auch daran, dass sich eben auch die inhaltlichen Themen in der IT-Branche sehr schnell entwickeln, das Innovationstempo sehr hoch ist und damit auch immer die Anforderungen an Arbeitskräfte, gerade auch an Hochschulabsolventen, sich schneller ändern, zumindest was die Spezialisierungen anbelangt, als natürlich die längeren Vorläufe, die an den Hochschulen sinnvoll und notwendig sind, es auch zulassen, darauf kurzfristig zu reagieren. Tatsache ist, wir haben hier ein hohes, quasi ungedecktes Arbeitskräftebedarf. Und wie der sich aufschlüsselt, das möchte ich Ihnen kurz vorstellen, denn es sind natürlich nicht nur in der IT-Branche die Spezialisten und Fachkräfte auf den unterschiedlichen Qualifikationsniveaus, sondern das verteilt sich ein bisschen auf sogenannte Anwenderbranchen, also alles außerhalb der IT, im Finanzsektor, im Handel, im Automotive-Bereich etc. etc., also quasi über die gesamte deutsche Volkswirtschaft und nur ein gewisser Teil, aber proportional zur Branche schon relativ viel, dann eben auch im IT-Bereich selbst, nämlich 16.000 Stellen eben im IT-Bereich und auf der anderen Seite 23.000 im Rest der deutschen Volkswirtschaft. Und der Löwenanteil
von denen, die hier gesucht werden, ist eben im Bereich von Software und IT-Services angesiedelt. Das sind die Segmente, die auch schon seit Jahren den Beschäftigungsaufbau im IT-Bereich tragen. Wir segmentieren nach quasi Software- und Service-Themen auf der einen Seite und dann sowohl für den TK als auch für den IT-Bereich nach Hardware- und Infrastrukturbereichen und dem auch Telekommunikationsservice-Bereich auf der anderen Seite. Und einige dieser Segmente sind auch eben nicht expansiv, sondern befinden sich eher in so einer Art von kontinuierlichem Sinkflug. Nehmen Sie da den TK-Bereich, mit einem sehr stark durch einen harten Preiswettbewerb auch gekennzeichnet ist, auch mit natürlich unheimlichen Rationalisierungsfortschritten oder Technologiesprüngen und der halt seit Jahren quasi Beschäftigung verliert. Aber eben diese Verluste werden überkompensiert durch die Software- und Service-Themen. Und gerade wenn man halt zunächst mal so auf einer sehr globalen Ebene fragt, ja, was suchen Sie, dann kriegt man zurück, naja, Softwareentwickler oder Software-Spezialisten im weitesten Sinne. Dann kann man natürlich nochmal auch gleich weiterfragen, in welchem Bereich sollen die denn dann quasi angesiedelt sein. Aber man sieht hier, 72% der Unternehmen, die freie Stellen haben, haben die tatsächlich im Softwarebereich. Dagegen der Bereich der Anwendungsbetreuung, von Qualitätsmanagement, IT-Beratung, was ja auch ein sehr großes Beschäftigungssegment ist, sind dagegen schon deutlich schwächer vertreten, Marketing und Vertrieb. Und die anderen sind dann schon fast unter ferner Liefen. Ja, bei den Softwareentwicklern, welche Themen spielen da im Moment eine besondere Rolle? Das wird niemanden überraschen, das Thema Cloud Computing, das sehr hohe Zuwächse verzeichnet und seit Jahren quasi die interne IT, aber auch das Zusammenspiel von Anwenderunternehmen und IT-Dienstleistern massiv verändert hat. Es ist der Bereich von Social Media, was für interne Kommunikation bis hin zum Austausch mit Kunden und zu Marketingzwecken natürlich eine große Bedeutung hat. Webpräsenzen, betriebswirtschaftliche Anwendungen, ich will Ihnen nicht alles vorlesen natürlich, aber eben auch so Themen wie IT-Sicherheit sind hier immerhin von jedem fünften Unternehmen genannt, das eben offene Stellen nicht besetzen kann. Und das ist sicherlich eine Zahl, ich würde mal sagen, die im kommenden Jahr oder wenn wir in diesem Jahr wieder in die Umfrage hineingehen, eher nochmal ansteigen wird mit der sehr intensiven Debatte um Sicherheit und Datenschutz, die wir zurzeit erleben. In der Gesamtwirtschaft, also sprich außerhalb der ITK-Branche selbst, überrascht es nicht, dass dort natürlich die Anwendungsentwickler nicht gerade dann an erster Stelle stehen, sondern eher die Betreuer, die Administratoren, diejenigen, die Systeme am Laufen halten, vielleicht noch eher Integrationsthemen auch mit zu verantworten haben. Sie dominieren in diesem Segment und damit ist auch häufig ein anderes Qualifikationsniveau als in der Kernbranche selber verbunden. Ich habe es eben schon gesagt, per Saldo ist das Beschäftigungsplus im IT-Bereich schon ziemlich beachtlich, muss man sagen. Eben immer innerhalb, auch während der Krise hatten wir keine Beschäftigungsverluste zu verzeichnen und seitdem eben so im Jahresschnitt etwa ein Beschäftigungsplus von roundabout 20.000 Arbeitsplätzen über die gesamte Branche gemittelt. Und da ist es eben der Bereich der Informationstechnik und Software und Services wieder als Subsegment, die da die größte Rolle spielen und die Branche insgesamt nach oben ziehen. Die meisten Unternehmen gehen auch davon aus, dass sich diese Situation nicht wesentlich verändern wird. Wir haben ja auf der einen Seite auch ein sehr großes Interesse bei den Studienanfängerinnen und Anfängern für den IT-Bereich. Wir sind auch nicht nur auf IT-Absolventen angewiesen. Wir wissen, wir haben da ein sehr breites Spektrum auch von Fächern aus dem MINT-Bereich, die für uns eine Rolle spielen. Trotzdem wird eben auch bei steigenden Studienanfängerzahlen und einem höheren Anteil in den Altersjahrgängen, die Hochschule besuchen, keine nachhaltige Entspannung am Arbeitsmarkt eintreten in den nächsten Jahren. Das heißt also, ungefähr jedes zweite Unternehmen geht ganz einfach davon aus, hier haben wir eine Situation, ein Knappheitsphänomen, das sich auch so quasi noch in der Zukunft erhalten wird und eher sich verschärfen als entspannen. Die Hauptquelle für die Eintritte in die Branche sind tatsächlich die Hochschulabsolventinnen und Absolventen.
Hier hat IT quasi am Boom der letzten Jahre partizipieren können. Sie sehen das, also dass hier gerade mit den Doppeljahrgängen natürlich und dem Aussetzen der Wehrpflicht zwischen 2010 und 2011 ein ganz erheblicher Sprung natürlich eingetreten ist, der sich auch im letzten und wohl auch, also im vorletzten und im letzten Jahr 2013 auch stabilisiert hat. Also auch da lagen wir wieder bei etwas mehr als 50.000 Studienanfängerinnen und Studienanfängern. Weit davon entfernt ist halt die Zahl der Absolventinnen und Absolventen, die ungefähr 17.000, 17.500 etwa derzeit liegen. Das sind natürlich die deutlich schwächeren Jahrgänge, der Mit-Nuller-Jahrgänge, aber es sind eben auch die auch schon heute mehrfach zitierten und diskutierten Abbrecher oder Studienfachwechsler, die hier dazu führen, dass man natürlich eine massive Überlast in vielen Studiengängen quasi hat, aber auf der anderen Seite nach wie vor nicht genügend Absolventinnen und Absolventen vorhanden sind, um den Fachkräftebedarf in der Branche und auch bei den Anwendern zu befriedigen. Und wenn wir eben davon ausgehen, dass diese quasi Schwundquote von roundabout 50%, die wir ja Ende der 90er Jahre schon hatten, die wir Mitte des ersten Jahrzehnts hatten und die wir auch heute noch haben, wenn die mehr oder weniger so fortgeschrieben wird, dann werden wir tatsächlich eben im Maximum 20.000 bis 25.000 Absolventinnen und Absolventen in den nächsten Jahren sehen. Die IT-Branche ist aber jetzt nicht nur ausschließlich natürlich auf den Hochschulbereich fixiert. Wir haben seit der Einführung der IT-Berufe fast 200.000 Fachkräfte aus diesem Bereich auch für die Branche oder für den Bereich, sagen wir mal, für den Technologiebereich ausbilden können. Das ist ein ganz wichtiger Anteil. Wenn man das jetzt mal so aktuell vergleicht, kommen da gerade mal so 3.000, 4.000 Absolventen der IT-Berufe weniger als eben Hochschulabsolventen pro Jahr auf den Arbeitsmarkt. Und das ist ein sehr substanzieller Bereich, der auch wirklich seine Zukunft auch in der Branche hat. Das heißt also, wenn wir über Knappheit reden, reden wir häufig darüber, dass Unternehmen Hochschulabsolventen nicht finden. Das heißt aber nicht, dass das Segment der dual qualifizierten Fachkräfte etwa keine Rolle spielen würde, nur da die Unternehmen da auch selber in der Verantwortung natürlich sind. Ungefähr gibt es 40.000 Ausbildungsverhältnisse im IT-Bereich, bei den IT-Berufen. Gibt es da weniger quasi zu klagen, sondern da können Unternehmen ja auch selber reagieren, wenn sie da einen besonderen Bedarf haben. Auch wenn wir natürlich auch von Unternehmen hören, dass es zunehmend schwierig wird bei der steigenden Studienbeteiligung und dass es schwieriger wird, qualifizierte junge Menschen für die IT-Berufe zu finden, gerade für den wichtigsten Beruf, nämlich die Fachinformatiker beider Fachrichtungen, also Anwendungsentwicklung und Systemintegration, die ja inzwischen, ich glaube, bei fast 68% der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im IT-Bereich angekommen sind. Das heißt also, wir haben hier eine sehr starke Fixierung auf ein besonders erfolgreiches Ausbildungsprofil. Wenn man die Unternehmen fragt, wie ihre Qualifikationsstruktur heute aussieht und wie sie sich zumindest idealerweise, ist die Frage, ob sie sich immer realisieren lässt, aber wie sie sich idealerweise in den nächsten Jahren entwickeln soll, dann sehen wir, dass heute noch relativ viele Quereinsteiger in der Branche beschäftigt sind. Quereinsteiger also wirklich definiert als Personen, die keinen MINT-spezifischen Abschluss haben, sei es aus dem Hochschulbereich, sei es aus dem Bereich der dualen Berufsausbildung. Heute noch fast ein Viertel aller Beschäftigten in den Unternehmen. Das ist die Folge natürlich des relativ späten Starts quasi in die IT-Ausbildung. Es ist Folge der relativ geringen Anfängerzahlen bis zum Jahr 2005 etwa an den Hochschulen. Und dass die Branche auch als sehr junge Branche mit vielleicht noch nicht so verfestigten Strukturen auch sehr lange sehr offen war, quasi für Quereinsteiger aus verschiedenen Bereichen. Die meisten Unternehmen wollen trotzdem dieses Segment deutlich reduzieren, eher so in Richtung von vielleicht 15% hin, sodass also hier auch in der Zukunft zu erwarten ist, dass trotz Fachkräftemangel eben Unternehmen nicht jetzt auf einmal sehr offen werden, sondern eher den Eindruck haben, dass wenn Personen ins Unternehmen kommen, die vielleicht ein Spezialwissen in einem bestimmten Bereich haben, trotzdem nicht die Entwicklungsfähigkeit mitbringen wie jemand, der eine entsprechend fundierte Erstausbildung durchlaufen hat.
Bei den dual ausgebildeten Fachkräften, das ist es ungefähr ein Drittel bei den Unternehmen, über alle Größenklassen jetzt gemittelt. Und hier sagen die Unternehmen auch, das ist ein guter Anteil, der sollte in etwa auch beibehalten werden. Das heißt also, dieses Segment wird sich im Zuge der expansiven Beschäftigungsentwicklung auch etwas ausweiten, aber halt nicht überproportional oder soll zumindest nicht überproportional wachsen aus Sicht der Unternehmen. Was wirklich nach oben geschraubt werden soll, ist der ohnehin schon hohe Anteil von Hochschulqualifikationen im Unternehmen. Und hier haben wir nochmal genauer nachgefragt, welche Hochschultypen quasi spielen eine besondere Rolle oder welche Arten von Studiengängen. Wir stellen diese Frage auch nicht zum ersten Mal, sodass wir da auch ein bisschen Vergleich zu den Vorjahren ziehen können. Es gibt deutliche Gewinne quasi bei den dualen Studiengängen, die ja in den letzten Jahren ohnehin sehr expansiv waren. Hier gehen ungefähr 45% der Unternehmen davon aus, dass sie mehr Leute mit einem entsprechenden Ausbildungshintergrund rekrutieren wollen. 40% gehen davon aus, dass der erreichte Anteil ungefähr gleich bleiben soll. Bei den Bachelor-Absolventen soll etwa der Anteil auch gleich bleiben. Und den höchsten Zuwachs haben wir zu unserer eigenen Überraschung auch, zumindest bei unserer jüngsten Umfrage festgestellt, bei den Master-Absolventinnen und Absolventen. Das heißt also, eine ganze Reihe von Unternehmen wollen offensichtlich auch in dieses quasi Spitzensegment, was theoretische Qualifikation anbelangt oder eben auch spezielles Vertiefungswissen anbelangt, in besonderer Weise investieren und um die relativ wenigen Absolventinnen und Absolventen dort quasi in Konkurrenz treten. Generell geht es für die Unternehmen natürlich darum, ja, zusätzliches Potenzial zu gewinnen. Da können Sie wirklich nicht viel lesen, das tut mir sehr leid. Eben wurde schon diskutiert natürlich die Frage nach Abbrechern, und zwar aus beiden Systemen. Das habe ich auch ganz bewusst hier hineingeschrieben. Wechselseitig Abbrecher auffangen. Wir haben auch gerade im IT-Bereich jahrelang über Abbrecher diskutiert, über also quasi als ein Defizit, das an den Hochschulen zu beklagen ist. Und wir haben Durchlässigkeit quasi eingefordert, eigentlich immer nur von der Seite der Hochschulen her, dass sie entsprechende Regelverfahren entwickeln. Sie kennen die Ankom-Projekte, Sie kennen auch das, was im Bereich von APRO-IT mal gemacht wurde, etc. Das heißt also, da liegen ja inzwischen sehr fundierte, auch aus verschiedenen Fachbereichen, gesammelte Erfahrungen vor, aber das war eigentlich immer nur so unidirektional, ne? Immer so von die berufliche Bildung hat quasi das vermeintlich oder tatsächlich höherwertige System oder zumindest in der Hierarchie weiter oben angesiedelte System sich quasi als Orientierungspunkt genommen und gehofft, hier mit auch sehr anspruchsvollen Ausbildungen, auch wenn sie ganz anders beschrieben waren als die Hochschulstudiengänge, dann auch zu einer Anrechnung zu kommen. Ich glaube, wir müssen es tatsächlich in beide Richtungen entwickeln. Ich denke, es wird ein sehr spannender Diskussion sein, hier überhaupt das wechselseitige Verständnis weiterzuentwickeln und auch die Beschreibungs- und Evaluationsinstrumente weiterzuentwickeln, die es erlauben, solche Mechanismen auch jenseits des Einzelfalls zu implementieren. Vielleicht auch ein Thema, das bei künftigen Novellierungsverfahren mal eine Rolle spielen wird. Mentoring für Studierende, sicherlich etwas, was auch über die Studieneingangsphase oder in der Studieneingangsphase helfen kann, womit ja auch viele Unternehmen gute Erfahrungen intern gesammelt haben. Und das leitet schon zum nächsten Punkt auch über, nämlich mehr Frauen für den IT-Bereich oder für den MINT-Bereich insgesamt zu gewinnen. Auch ein Evergreen, der sicherlich jetzt niemanden überraschen wird. Nach wie vor aber ist es immer wieder erstaunlich, auch wenn man so im Bereich unserer Mitgliedsunternehmen auch schaut, es gibt Unternehmen, die fast ein Überangebot an Maßnahmen und Programmen in diesem Bereich haben, die also ein extrem weit entwickeltes Diversity Management haben und andere, bei denen es mühsam ist, überhaupt mal erste Schritte überhaupt in Richtung von Gender Diversity zu gehen, mal ein Mentoring-Programm aufzusetzen, überhaupt mal eine Zielstellung zu definieren, dass man vielleicht mehr Frauen in Fach- und Führungspositionen entwickeln möchte oder sie gewinnen möchte, dass man sie überhaupt konkret und
als einzelne Gruppe auch mal anspricht und identifiziert. Trotz dieser sehr, ich würde mal sagen, auch sehr hilfreichen Diskussion, die wir in den letzten Jahren hatten um die Frauenquote, Bitkom ist jetzt nicht für die Frauenquote, das wird Sie nicht überraschen, aber man muss ganz einfach sagen, ohne diese öffentliche Diskussion wären die Fortschritte, die man hier auch erzielt hat, an einigen Punkten zumindest, wahrscheinlich nicht erreicht worden. Die Unternehmen sind hier aber wirklich selber auch mit am Zug, nämlich das Image, das die Branchen haben, und dazu gehört IT auch, dazu gehören andere Technologiebranchen auch, ist eben nicht unbedingt das, dass Frauen hier der rote Teppich ausgerollt wird, sondern dass es immer noch Widerstände gibt und eben insofern die Karriereperspektiven auch glaubhaft zu vertreten, ist sicherlich ein Thema, das uns auch über längere Zeit beschäftigen wird, weil, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, wir haben zwar steigende Anteile von Frauen, gerade auch im IT-Studium, aber selbst wenn die alle zum Abschluss kommen, können sie kaum quasi mithalten, um überhaupt ihren Anteil quasi an einer expandierenden Branchenbeschäftigung zu halten. Muss man sich mal klar machen. Man gewinnt zwar mehr Frauen, aber die Anteile quasi im allgemeinen Fachkräftesegment werden sich, kann man prognostizieren, über die nächsten 10 Jahre, egal was die Unternehmen machen, kaum erhöhen. Zumindest nicht bei MINT-Profilen. Das heißt also, da muss man sich eine Menge einfallen lassen. IT-Spezialisten länger im Arbeits- und Innovationsprozess halten. Auch damit haben wir uns bei Bitkom schon sehr intensiv beschäftigt, wie eine demografieorientierte Personalentwicklung aussehen kann und wie ein Kompetenzmanagement auch so gestaltet werden kann, dass es eben auch für unterschiedlichen Generationen innerhalb des Unternehmens eine gute Perspektive quasi bietet und dass Zuwanderung auch mit ein Baustein ist, ist aus unserer Sicht selbstverständlich, aber steht sicherlich eben nicht am Anfang, sondern kann nur eben eine ergänzende Funktion quasi spielen. Da wir uns auch selber, muss man ein bisschen selbstkritisch auch an der Stelle sein, seit 4, 5 Jahren auch mit dem Thema Frauen beschäftigen, haben wir auch erst seit relativ kurzer Zeit Daten zu diesem Thema. Wir haben 2013 gefragt nach dem Anteil von Frauen in Fach- und Führungspositionen. Wir haben dieselbe Frage in der repräsentativen Umfrage 2 Jahre zuvor gestellt und sehen zumindest, dass im Bereich des Top-Managements und des Mittelmanagements hier auch wirklich statistisch auch belastbare Erfolge erzielt wurden. Allerdings von einem wirklich extrem niedrigen Niveau ausgehend. Wir haben die Unternehmen auch gefragt, ja, wo wollt ihr eigentlich hin? Was wäre denn ein einigermaßen realistisches und wünschenswertes Szenario für den Anteil von Frauen in Führungspositionen, sagen wir mal, bis zum Jahr 2020? Da kommen wir dann auf Werte zwischen 15% und 17%, also vor 2 Jahren oder jetzt eben aktuell. Nicht abgebildet hier ist die Frage nach, wie hoch ist der Anteil von Frauen bei den IT-spezifischen Fachkräften im Unternehmen insgesamt. Da sind wir derzeit eben bei roundabout 15%. Und diese Zahl hat sich in den letzten 2 Jahren überhaupt nicht nach oben entwickelt. Sie hat völlig stagniert. Das ist es, was ich meinte. Wir haben eine öffentliche Diskussion, die sicherlich dieses Thema befördert. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon einiges tun oder zumindest Instrumente auf den Weg gebracht haben. Und es wird aber noch Jahre dauern, bis wir an dieser Stelle substanzielle Erfolge sehen. Weil bevor wir die Umfrage gemacht haben, haben mich auch einige Vertreterinnen aus unserem entsprechenden Fachausschuss gewarnt und gesagt, Herr Wistra, erwarten Sie nicht, dass Sie da irgendwas sehen. Wir haben intern, haben viele den quasi Warnschuss gehört. Und es ist viel gemacht worden, um Frauen, die in diese Gruppe der Potenzialträgerinnen eingerechnet werden, auch dann wirklich konsequent weiterzuentwickeln. Aber die Pipeline ist danach erstmal leer und daran muss man erst wieder arbeiten. Das heißt also, wir werden hier nicht rasant steigende Zahlen sehen, selbst wenn Unternehmen sich glaubhaft und sinnvoll committen, an der Stelle das zu erreichen. Und ich glaube, das gilt natürlich auch für viele andere Bereiche in der Fachkräfteentwicklung. Wir haben es hier einfach mit längeren Zeiträumen zu tun und insofern ist es wichtig, natürlich die strukturellen Weichen klug so zu stellen, dass es dann auch langfristig Erfolge geben kann.
Sie haben vielleicht eben bei der Frage nach den Qualifikationsniveaus Quereinsteiger, dual Ausgebildete und dann Hochschulabsolventen eine Gruppe vermisst, um die es heute eigentlich hier auch gehen soll, nämlich die Techniker. Das liegt ein bisschen daran, wir wissen, dass Technikerinnen und Techniker in der Branche beschäftigt sind. Und Herr Platzek hat es eben auch überzeugend deutlich gemacht, sie werden auch vom Arbeitsmarkt nachgefragt, sie werden vom Arbeitsmarkt auch aufgesogen. Aber wenn wir mit Unternehmen reden, haben wir immer noch den Eindruck, dass vielleicht anders als im Bereich des Maschinenbau, anders als im Bereich der Elektrotechnik, im IT-Bereich, die Techniker nicht das gleiche Maß an Identität und an eine Gruppenidentität ausgebildet haben, wie es eben in anderen Branchen der Fall ist, woran immer das liegen mag. Wir haben in der Branche Qualifizierungswege, die sehr stark auch von bestimmten Zertifikaten, von bestimmten Herstellerangeboten geprägt sind. Wir haben mal versucht, eine ganz neutrale Struktur dagegen zu stellen, damit waren wir nicht ganz so erfolgreich. Dass wir so ein zu identifizierendes Beschäftigungssegment Techniker im IT-Bereich hätten, ist eben nicht für uns nicht so spürbar oder nicht so stark identifizierbar. Insofern will ich das zwar auf jeden Fall mit unterstützen und unterstreichen, Techniker und Technikerinnen haben sehr gute Chancen, auch im IT-Bereich. Aber, und ich glaube, nicht nur unter den Bedingungen eines sehr knappen Arbeitsmarktes, wo einfach aufgesogen wird, wer eine einstellige Qualifikation mitbringt, aber trotzdem gibt es hier eine etwas andere Kultur als in anderen Branchen. Ja, soweit hier nochmal vielleicht ein Nachtrag eben zu dem Thema, was ich eben hatte, dass Frauen eben spürbar höhere Anteile heute im IT-Studium finden, aber eben da auch noch ein langer Weg zu gehen ist. Soweit erstmal. Vielen Dank. Und wie immer, vielen Dank. Die da Fragerunde haben Sie Ende. Jetzt dem Herrn Schüle und dem Herrn Platzek eine Aufgabe mitgegeben. Genau. Identität schaffen für Techniker. Also es ist Bedarf da, aber die sind zu leise, oder wie? Herr Schüle, ich glaube, Sie machen einen guten Job, insofern Sie sind nicht zu leise und ich weiß, dass Sie auf Konferenzen aufstehen und wenn es um Fachkräftemangel geht, auch immer wieder sagen, hier gibt es doch ein wichtiges Segment, das sich auch weiterentwickeln lässt. Wie nun eine solche Kultur geschaffen werden kann, weiß ich nicht. Es ist halt die Frage, ob in einer in der Personalpolitik von Unternehmen ein solches Segment definiert ist oder ob man vielleicht einmal im Unternehmen angekommen, sich doch sehr schnell in unterschiedlichen Karrierepfaden in einer Art und Weise entwickelt, die das nachher nicht mehr sichtbar werden lässt. Ja. Also ich glaube, da ist ein traditionelles Industrieunternehmen mit einer Meistertechniker- und Ingenieurstruktur und klar definierten Ebenen vielleicht auch nochmal anders aufgestellt als die ohnehin in ihren Qualifikationen häufig recht heterogenen Teams in der IT-Branche, wo eben diese Hintergründe dann auch nicht mehr so greifbar sind oder vielleicht gar nicht mehr so relevant dann auch sind nach einiger Zeit. Vielen Dank, Herr Dr. Pfisterer. Sie wissen ja, das Problem des Technikers ist, die Techniker sind zu leise. Es gibt so 750.000 bis eine Million der Wirtschaft. Aber sie sind zu leise, sagen Sie, gebe ich Ihnen recht. Ich kann jetzt zu jeder Konferenz fahren, in Deutschland, in Europa, dort einmal auftreten, jeder weiß, wer der deutsche Techniker bzw. der Schüle ist. Das habe ich ja wieder in der BDA letztes Jahr bewiesen, gell? Ja, das hatte ich vor Augen, genau. Ja, ja, klar. Und das war ja deutlich genug. Bevor ich Sie drankommen lasse, das mit der Frauenquote, das erschreckt mich immer. So ein Land, was so einen Macho-Ruf hat wie Russland, hat 45% Frauenanteil im Informatikstudiengang. Was machen wir da verkehrt? Ich weiß nicht, was wir alles verkehrt machen. Wie man vielleicht auch das Studiengangs Marketing machen muss. Ich glaube, die osteuropäischen Länder mit ihrer auch über Jahrzehnte praktizierten Lenkung von Studienmöglichkeiten haben da auch sicher eine ganz andere Tradition. Wenn wir uns mit vielen westlichen Ländern vergleichen, sind wir nicht mehr ganz so in einer Ausnahmeposition. Das heißt, da
Aber nur weil andere es auch nicht besser gemacht haben, ist das keine Entschuldigung. Also insofern, die Ursachenforschung kann man da sicherlich an ganz vielen Stellen ansetzen. Dieses traditionell Männerdominierte. Von den Qualifikationsprofilen her kann man es selbstverständlich nicht ableiten. Man sieht hier, was ich, also es sind die gleichen Kompetenzanforderungen wie, sagen wir mal, für ein Mathematikstudium oder vergleichbar. Und dort haben wir einen sehr hohen Frauenanteil. Aber dort gibt es eben auch ein Staatsexamensfach, das auch wiederum attraktiv ist dann. Es ist schwierig. Man muss, glaube ich, muss deutlich machen, dass Frauen echte Karrierechancen in der Wirtschaft haben. Und man muss vielleicht die Inhalte stärker von ihren Anwendungs- oder Einsatzgebieten quer durch die gesamte Gesellschaft, eben nicht nur durch die gesamte Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft auch deutlich machen. Im Endeffekt kann man durchaus sagen, Informatik ist eine erstklassige Gesellschaftswissenschaft. Sie beeinflusst unsere Art, quasi zu kommunizieren, unsere Freundschaften zu pflegen. Es ist nicht nur die Algorithmik und es ist nicht die Automatentheorie, die letztendlich dann den Berufsalltag prägt, sondern es ist extrem viel Beratung, betriebswirtschaftliches, teamorientiertes Denken. Also im Prinzip ein ja auch beliebig gestaltbarer Beruf, insofern hochinteressant, aber offensichtlich wird das noch nicht glaubhaft genug kommuniziert, trotz der vielen Projekte, die es ja gibt. Das ist ja so ein bisschen die Frustration. Ich meine, wir haben durchaus auch wirklich gute und hoch engagierte Projekte in diesem Bereich seit mehr als, ich würde sagen, fast 2 Jahrzehnten. Und wie wenig hat sich bewegt? Also das ist schon, auch traurig, mir dann zu sehen. Wir versuchen es trotzdem auch wieder. Ja. Paul, mein Name, von der Baufirma Züblin. Ja. Ich denke, an dieser hohen Anzahl von offenen Stellen haben manche Firmen auch selber erheblich Schuld. Ich habe aus eigener Erfahrung in den letzten Jahren gehört, mein eigener Sohn ist vor 2 Jahren als Absolvent auf Arbeitsstelle suchen gegangen in der IT-Branche und auch etliche von seinen Freunden und Bekannten. Und ja, die haben viele Bewerbungen geschrieben, waren auf etliche Bewerbungsgespräche und haben oft zu hören bekommen, ja, alles schön und gut. Wenn Sie 5 Jahre Berufserfahrung haben, kommen Sie wieder. Ja, schön. Und auf der Anfrage, ja, wo soll ich dann diese Berufserfahrung sammeln, wenn ich keinen Anfang bekomme, hat man gehört, oh ja, unsere Struktur eignet sich nicht für Berufsanfänger. Es gibt sicherlich Chancen genug, aber ja, wenn man so 50 bis 60 oder manchmal über 100 Bewerbungen schreiben muss und immer wieder das hört, ist das etwas deprimierend. Und was die Chancen für Frauen im IT-Firmen betrifft oder auf jeden Fall in kleineren IT-Firmen, da habe ich manchmal die Arbeitsverträge oder die Arbeitsbedingungen gehört und das ist wirklich manchmal Steinzeit. Oh ja, Sie können nebenbei den Kaffee kochen und Spülmaschine ausräumen und das von einer sehr gut qualifizierten IT-Fachkraft. Und das finde ich nicht akzeptabel und das macht keine gute Werbung für diese Branche, finde ich. Also ich glaube, für weder mit einer dualen Ausbildung noch mit einem Studium, glaube ich, wird das Kaffeekochen im Zentrum stehen für diejenigen, die am Arbeitsmarkt auch gesucht werden. Und zum Glück können wir auch jetzt nicht sagen, dass es zumindest ein statistisch jetzt wahnsinnig gravierendes Problem ist, weil wir keine hohe Absolventenarbeitslosigkeit in Deutschland haben. Zumindest weist die BA so eine nicht aus. Dass trotzdem Unternehmen sich im Einzelfall auch oder vielleicht auch einige, ich will das ja nicht abstreiten, dann auch ein Idealprofil basteln, wo sie quasi hoffen, jemanden zu gewinnen, der oder die am Tag nach der Einstellung selbstständig zum Kunden geht, die eigene Produktpalette oder Servicepalette perfekt schon beherrscht und da selbstständig tätig sein kann. Das mag es auch geben,
Und wer so vorgeht, schneidet sich sicherlich ins eigene Fleisch, das ist gar keine Frage. Aber wir sehen ja auch eben, es gibt durchaus Unternehmen, die auch ausbilden. Wir haben einen steigenden Anteil von dualen Studiengängen. Das bedeutet immer auch Engagement des Unternehmens für die Ausbildung und auch einen etwas längeren Atem natürlich, wenn man hier Studierende über so einen Weg mit begleitet und immer wieder auch ins Unternehmen mit eintaktet. Das heißt also, Unternehmen tun schon was, um auch Fachkräfte zu bekommen. Dass es eben auch solche Fälle gibt, will ich nicht bestreiten und auch nicht beschönigen. Aber ich glaube trotz allem nicht, dass es wirklich so die Branche insgesamt charakterisiert. Da ja, alle haben inzwischen eine Stelle gefunden, aber manchmal etwas prekärer, so befristet. Aber das war für manche ein langer Weg. Okay. Noch weitere Fragen? Ja, Sie haben jetzt das Glück oder das Pech, wie auch immer, dass ich gerade aus der Ecke komme. Also ich bin ausgebildeter IT-Systemelektroniker, fünfeinhalb Jahre in der Branche gearbeitet. Ich bin MCSE und Cisco zertifiziert. Und bevor ich angefangen habe, den Techniker zu machen vor anderthalb Jahren, wollte ich draußen in der Wirtschaft arbeiten, draußen, weil ich von der Bundeswehr komme. Und ja, wir hatten das gleiche Problem. Ich habe ja quasi keine Einstiegserfahrung. Ist ja nicht so, dass ich bedrucktes Papier ohne Ende habe. Das hat denen nicht gereicht. Ich habe keine Berufserfahrung gehabt. Und das Problem an der Sache ist, dass wenn sie mich angenommen hätten, wären das alles Zeitverträge gewesen. Und das ist eine Sache, die ich in ihrem Vortrag auch vermisst habe. Weil es ging darum, IT-Spezialisten und Experten länger im Arbeitsverhältnis und im Prozess zu halten. Aber sie haben nicht von Zeitverträgen geredet. Und diese Zeitverträge, diese Zeitarbeit ist eine ganz, ganz schlimme Seuche in der IT-Branche. Die greift immer mehr um sich und viele meiner Freunde und Bekannten arbeiten in renovierten und in namenhaften Unternehmen für 11 Monate und 30 Tage und danach werden sie gegangen. Weil nach einem Jahr muss man ja fest angestellt werden und die kommen dann auch da nicht wieder, weil, ja, ist ja so. Und ja, ich weiß nicht, ob Ihnen das Problem bekannt ist oder ob Sie das mit Absicht einfach nur nicht gesagt haben. Das würde mich jetzt interessieren. Also ich muss klar sagen, ich habe keine Daten darüber. Ich weiß, dass es solche Fälle gibt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele der quasi neu abgeschlossenen Arbeitsverträge in der Branche, sagen wir, also welchen Anteil das hat, wie es sich über den Zeitraum der letzten Jahre entwickelt hat. Ob das tatsächlich zu einer Seuche geworden ist. Wir gucken uns natürlich auch, zumindest was man noch so ein bisschen abgreifen kann, ist die Zahl der Freelancer. Die hat sich in den letzten Jahren auch erhöht, aber nicht dramatisch erhöht. Und erstaunlicherweise, sie geht auch nicht signifikant zurück, auch wenn eben jetzt, sagen wir mal, also sie hat sich, sagen wir, 2009, 2010 nicht massiv erhöht. Sie ist seitdem auch nicht deutlich zurückgegangen. Ja, es ist so ein kontinuierliches Anwachsen. Vor 5 Jahren waren das etwa 60.000 Personen etwa, die sich auf Gulp und anderen Plattformen registriert haben. Heute liegt die Zahl vermutlich eher so bei roundabout 80.000. Und das ist, wenn man eben den Aufwuchs sonst in der Branche selber sieht, jetzt kein Indikator dafür, dass immer mehr Arbeit quasi aus den Unternehmen raus in quasi selbstständige oder, wie man das auch charakterisieren mag, prekäre Beschäftigungsverhältnisse ablaufen würde. Insofern ähnliche Situation wie ja, eben quasi, dass Einsteiger eben mehrfach mit solchen Arbeitsverträgen, befristeten Arbeitsverträgen konfrontiert sind, gibt es ganz sicherlich. Ich bin der Letzte, der das bestreiten möchte, aber eben Daten dazu habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob es sie bei der Bundesagentur für Arbeit gibt oder anderen Institutionen. Da bin ich schlichtweg nicht aussagekräftig dazu. Haben wir noch Fragen? Herr Dr. Fistra, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Für den Einblick in den IT-Markt. Dankeschön. Meine Damen und Herren, damit geht der erste Tag zu Ende. Morgen können Sie sich auf weitere spannende Themen freuen, zum Beispiel auch auf das Thema, was kostet uns eigentlich dieses lebenslange Lernen? Das kriegen wir ja nicht umsonst geschenkt und hinterhergeworfen. Und jetzt darf ich Sie bitten, diejenigen von Ihnen, die sich für den Imbiss angemeldet haben,
hinten links in der Ecke, wo vorhin die Schnittchen standen, treffen wir uns jetzt zum Imbiss und zum gemütlichen Beisammensein. Ich möchte einen großen Dank sagen an das Technikteam, hier sichtbar an den Kameras, oben unsichtbar. Starke Leistung, das habe ich bei professionellen Fernsehsendern schon viel schlechter gesehen. Also vielen Dank. Auch ihr seid natürlich eingeladen, euch hinten mit zu bedienen und mit uns zusammen zu essen. Meine Damen und Herren, vielen Dank und auf Wiedersehen bis morgen. Thank you.